In diesem Video möchte ich euch die Wunderwaffe VRL vorstellen, Leute. Und diese Waffe hat ein paar coole Features und einige Features kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Und diese werden euch auf jeden Fall das Spielerlebnis erleichtern. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass sie Probleme haben mit der Eskortieren-Mission im Dunkeläther. Und diese Mission wird dadurch auch ein Klacks. Kommen wir nun zur Wunderwaffe. Und zwar, wenn ihr damit einen Zombie anschießt, verwandelt er sich in einen freundlichen Soldat. Der macht zwar nicht extrem viel Damage, Leute, jedoch lenkt er auch die Aufmerksamkeit der Zombies auf sich. Also, falls ihr eine riesen Horde habt, könnt ihr da um diesen freundlichen Soldat herumlaufen und der wird dann die Zombies bei sich sammeln, wie hier zu sehen ist. Und wenn ihr damit auf die Söldner schießt, verwandeln diese sich in freundliche Zombies und greifen dann die anderen Söldner an. Diese beiden Fähigkeiten sollten ja wohl allen bekannt sein, jedoch kommt jetzt eine Fähigkeit, Leute, die wird euch das Spielen auf jeden Fall erleichtern, vor allem wenn ihr im Dunkeläther seid und die Eskortieren-Missionen macht. Ich weiß nicht, ob das so gewollt war von Activision oder ob das ein Bug ist, jedoch nutzt es aus, falls ihr bei der Eskortieren-Mission seid. Ihr wisst ja, bei der Mission, Leute, spawnen eine Menge Zombies und euer ACV kriegt Schaden. Jedoch könnt ihr diesen wieder heilen, indem ihr einfach mit der Wunderwaffe drauf schießt. Schaut mal, ich habe jetzt 89% Haltbarkeit und sobald ich hier einmal drauf schieße, geht das wieder voll auf 100. Und dies könnt ihr durchgehend machen, das könnt ihr auch im Dunkeläther machen, wo auch die stärkeren Zombies spawnen oder die Mega-Scheusäle, die euch ziemlich viel Damage machen. Schießt einfach auf euren ACV und der wird sich dann wieder von selbst heilen. Das war's dann auch schon mit dem kurzen Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da und schreibt mir einen Kommentar. Und falls ihr in Zukunft nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr jetzt an dieser Stelle ein kostenloses Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.